Digga, das ist so, das nenne ich Style. Was denn? Guck ihn dir bitte an. Guck. Aber es sieht halt wirklich aus, als wärst du jetzt ein Rapper. Du verstehst nicht, oder? Weißt du, was du auf dem Kopf hast? Nee. Ja, du hast doch eine Mütze oben drauf. Ach so, stimmt. Oh mein Gott, die hab ich gar nicht wahrgenommen. Digga, da denkt sich gerade, was labern die der Arme? Wenn du eine CD hast, lass hören. Ich hab einen, lass einsteigen. Svenny fährt mit 60 durch den Blitzer, ich mit 1000. Es geht weiter in die nächste Runde im Restaurant. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Der Koch beim Italiener, der wird jetzt ordentlich mal loch. Weil ich gehe hier nicht unter 4000 Kalorien raus. Kannst du dich wieder testen lassen? Corona ist vom Start. Oh, cut. Hey, wir sind hier gerade essen und Paul Lugis später zum Koch und küsst seine Hand, oder? Habe ich gehört. Es gibt nur eine Frage, die mich stört. Ja. Und zwar ist Corona wirklich eine Erfindung vom Schwein. Grüße. Hier schmeckt man Nettigkeit, Leidenschaft und Herz. Und das ist das Wichtigste. Bestes italienisches Restaurant, wo ich je war. Let's go. Heute in Stuttgart. Grazie mille. Ich sag mal, hat sich irgendwas bei dir verändert? Nee, Bro, was ist los? Warum fühlst du mich hier? Ich baue einfach nur selber auf, ich dreh jetzt gleich ein paar. Digga, Sascha, du siehst aus, als würdest du mich am Hauptbahnhof nach einer Zigarette fragen. Heute gibt's ein Umstyling. Passt auf, Herr Bungalow Stuttgart, wenn ihr hier seid, wenn dieser Mann da ist, er ist wie Marc Gebauer Taschen. Ihr müsst um. Oh, Outfit Nummer 1. Ich sag dir ehrlich, man sieht einfach, dass die Schuhe zu groß sind. Ja. Und die Schuhe sind auch sehr wild und gewagt. Ich finde die Hose übertrieben gut. Diese Schuhe sind definitiv zu groß. Guck, das am Spiegel von der Seite aussieht. Das war Outfit Nummer 1 und ich sag dir ehrlich, sehe ich. Oder ist der aus wie so ein... Mein Shisha-Bar läuft seit 3 Monaten. Nein. Gut. Nein. Weißt du, was das Problem ist? In der Produktion denkt man nicht dran, dass ein 2,7 Meter großer Waldoger auf die Idee kommt, sich vielleicht mal ein Amide Paris T-Shirt zu kaufen. Und deswegen bin ich ein bisschen wie der Elefant im Porzellanladen. Aber ja? Du bist der nichts kaputt gemacht hat. Sonst hätte ich jetzt versucht, in die Hose mit Gewalt ranzukommen, aber dann wäre ich schwer verschuldet. Jetzt geht's ab zum Outfit Nummer 2. Jetzt kommt. Doch! Gimme 15.000 Euro im Monat! Das ist mein Lieblingsoutfit. Das bist du einen Tag, nachdem du deinen deutschen Pass bekommen hast. So geht's heute. Das war auf Jokebus, oder dein Favorite? Nee. Jetzt sehe ich aus wie ein Matrose. Was ist denn jetzt los? Wir dachten, dir gefällt's, aber das letzte Outfit ist perfekt für deine Reaktion jetzt. Ich glaube, das letzte Outfit ist das, was dir am besten gefällt. Ja, höchstwahrscheinlich schon, ja. Ich glaube, das ist vielleicht mit dem Sinn. Ja. Okay. Hast du mir das Outfit hier ausgesucht? Nee. Nee, aber die Jacke zum Beispiel, die ist jetzt so, aber nicht, ich würde sie halt nicht anziehen. Doch, du sitzt in deinem Mercedes heute Abend auf dem Weg nach Hause, nach Heilbronn mit der Jacke da. Bro, diese Jacke... Was kostet die? 1650. Das glaube ich eher weniger, dass ich heute mit in meinem Mercedes sitze. Erst die rechte, dann die linke. Winke! Du siehst auch so aus, als ob du mir jetzt gleich deine Flasche präsentierst mit den Gegenständen für 7 Tage Wildnis. Boah, ist das rough, ey. Wir sind angekommen. Baller League. Guckt euch die an. Ui. Wir brauchen, auch vor allen Dingen brauchen wir das erste Tor. Schöner Ball! Oh! Der ist drin! Ja! Jawohl! Die Glücks-T-Shirts. Oh! Nein. Oder die Farbe ist übel sexy. Auf einen edlen Tropfen. Das ist jetzt auch für mich das erste Mal. Hey, cheers, Mann. Cheers. Ja. Oh ja. Ja. Der schmeckt sommerlich, leicht. Der ist dezenter im Geschmack. Genau, das meine ich. Würdest du, Spendi, Sascha die Rosette lutschen, bis er kommt für 100.000? Nein. 100.000? 100.000. Würde ich machen, ey. Für 200? Nein. Ich würde es machen. Auch für weniger. Guck mal, Bilal schreibt, das ist Cap. Nein. Guck natürlich mal, würdest du es machen, Digga. Nein, na klar. Mal, die Jungs haben wieder unlucky-mäßig verloren. Marcel? Du warst Unglücksbringer. Du hast Glas runtergeschmissen, Scherben. Es ist auch, dass der Feldspieler mit der Hand nicht berühren darf, richtig? Oder war das im 1 gegen 1? Naja, aber Scherben bringen wirklich Glück eigentlich. Ich würde dich mal ganz gerne auf dem Feld sehen. Also ich sag mal so, noch eine schlechtere Leistung im Tor als du kann ich ja nicht abrufen. Also wäre ja keine Blamage dran.
Ne? Dieses Spiel, ich war gerade meine Genesung vom Corona, ne? Nur mal so. Ausreden sind wie Arschlöcher, jeder besitzt eins. Mit einem Sprung, mit einem Sprung. Mit einem Sprung. Jawohl. Ja. Dich sehe ich auf dem Feld. Ich mich auch. Mach den Flitzer. Also ich meine. Also, nee. Sascha, ja. Hast du es analysiert? Ja, ey, Beton Berlin und wir gehören hier aus. Hast du das beide in einem Boot, der Lenker ist Richtung Scheiße auf mir, am Hollywood und United noch hinten reingepackt. Was willst du von mir, Mann? Das war's dann auch mit diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog auch wieder gefallen. Falls ja, dann lasst ein Video einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid. Ich habe wirklich sehr geile Sachen geplant für diesen Monat. Es kommt noch eine Pantomime-Challenge. Es kommt noch eine Challenge mit Powerplatte und Rätsmann. Danach kommt noch ein weiterer Vlog. Ich gehe noch nach Hamburg und Spiel für die SSV Harzack wieder. Es wird sehr, sehr geil. Am Ende des Monats gehe ich noch mit Trimax nach Istanbul. Also bleibt dran, lasst ein Abo da, verpasst keine weiteren Videos. Und ich wollte auch ganz kurz an der Stelle vielen, vielen Dank sagen an jeden einzelnen Supporter. Ich bin momentan wirklich sehr, sehr happy. Es macht wieder sehr Spaß, unterwegs zu sein. Ich bin auch wirklich dankbar, dass ich das alles machen darf und kann. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Macht's gut und haut rein! Ey Monte, meine Ex hat mich wieder angeschrieben und wollte wieder, dass wir zusammenkommen. Was soll ich tun? Scheiß auf die Schlange.